Das Galaxy Note 4 ist Samsungs Weiterentwicklung seiner Riesen-Smartphones mit Stiftbedienung. Von vorne unterscheidet sich das neue Modell mit seinem 5,7 Zoll großen, sehr gut aussehenden 1440p-Display kaum vom Vorgänger. Bei genauer Betrachtung fällt allerdings auf, dass das Note 4 dank Metallrahmen und neu strukturierter Kunststoffrückseite insgesamt hochwertiger und edler wirkt. Der Eingabestift steckt an der gleichen Stelle wie gewohnt. Allerdings hat Samsung die Empfindlichkeit des Stifts erhöht. Außerdem fühlt sich die Berührung mit dem Display weniger gummiartig an. Mit dem Galaxy Note Edge hat Samsung zusätzlich eine Variante des Note 4 vorgestellt, die für uns das deutlich spannendere Gerät ist. Intern baugleich mit dem Note 4 hat das Note Edge ein über den rechten Rand gebogenes Display. Hier werden dem Nutzer bei zahlreichen Apps unauffälliger als sonst Informationen angezeigt. Auf dem Startbildschirm dient der seitliche Bildschirm für zusätzliche App-Verknüpfungen oder als Informationsleiste. Ist das Display des Note Edge ausgeschaltet, erscheint nach ein paar Wischbewegungen auf dem Rand eine kleine Uhr. Bereits nach sehr kurzer Zeit haben wir uns an das andersartige Bedienkonzept gewöhnt und empfinden es als sehr nützlich. Beide Geräte zeichnen sich außerdem durch gute Software-Erweiterungen aus. Mit Smart Select lassen sich mehrere Teile einer Internetseite nacheinander auswählen und im Scrapbook speichern. Ein neuer Mausmodus erleichtert die Auswahl mehrerer Dateien. Halten wir den Knopf des Digitizers gedrückt, können wir wie am PC Dateien markieren. Praktisch finden wir außerdem die neuen Möglichkeiten des Multi-Window-Modus. Sie verbessern das Multitasking. Wie bisher können zwei Programme gleichzeitig auf dem Display dargestellt werden. Einige Apps stehen aber auch als verschiebbares Fenster über der aktuellen Anwendung zur Verfügung. Dazu werden sie mit einem Wisch von oben rechts ins Display verkleinert. Mit einem Knopfdruck können die Fenster wieder angedockt werden. Mit dem Galaxy Note Edge hat Samsung für das Überraschungsgerät bei seiner diesjährigen Produktvorstellung gesorgt. Im direkten Vergleich würden wir das Note Edge dank der neuen Bildschirmtechnologie dem Note 4 vorziehen.